So, ich erkläre dir gleich das Spiel. Zuallererst, das Allerwichtigste, was du dir auf jeden Fall bauen solltest gleich, ist eine Stadt. Die sind nämlich für Geld zuständig. Ich kann dir mal so teilweise die einzelnen Symbole erklären. Du siehst doch zum Beispiel diese Symbole, die aussehen wie so ein Fabrikgebäude, ne? Ja, jetzt sehe ich die. Das sind so Ölplattformen, da kannst du Raffinerien bauen und dann kriegst du Energie für deine Panzer, Fluggeräte etc. Dann diese größeren Städte hier sind, also zum Beispiel ganz oben links unter dem Fabrikteil, da kannst du halt ganz große Städte bauen, da sind nebenbei noch so kleinere Punkte, da musst du noch so Raffinerien bauen, dann kannst du eine größere Stadt bauen und dann kriegst du richtig viel Geld und das Geld brauchst du hauptsächlich für die Truppen und mein größter Tipp ist, bau auf Raketensilos, die in der Nähe deiner Base sind, weil die recken wirklich alles weg, was sie treffen. Für Gebäude brauchen die, glaube ich, zwei Raketen. So, ich würde dann jetzt einfach mal Ready drücken. Du kannst auch Ready sagen oder einfach Random, falls dir die Map nicht gefällt. Ja, komm. Komm, besser. Die rechte Welt, die wird wahrscheinlich eh nie verwendet. So, wir können beide uns jetzt einen Startpunkt aussuchen und da sagen wir, ich sag jetzt zum Beispiel, ich will oben links starten und du sagst auch, du willst oben links starten, dann sagt das Spiel, nee, einer von euch kriegt zufällig. Wenn das Spiel nicht richtig bei dir funktioniert, würde ich raten, die Qualität ein bisschen runterzustellen. Ich habe noch einen generellen Bildschirm jetzt. So, ich darf mir jetzt ein Territorium aussuchen. Beispielsweise diese Holzformation, siehst du eigentlich, wo ich hier was machen will? Nee, eigentlich nicht, ne? Geh mal in die Mitte ungefähr, die Insel, die so halbwegs aussieht wie Texas. Da kann ich das so ein bisschen erklären. Texas, Texas, Texas. Sagen wir einfach mal Das. die unterste Insel in der Mitte. Direkt unter dieser einen pixelgroßen. Da siehst du auch zum Beispiel in der Mitte so Holzhäuser, ne? Auf den Holzhäusern kannst du beispielsweise diese Städte bauen. Die brauchst du ganz dringend, weil die sind dein Geldvorrat. Die machen das. Und halt diese schwarzen Kleckse daneben kannst du dir vorstellen, das sind die Öldinger. Ja, das. Wenn du jetzt zum Beispiel auch noch hier so, sagen wir mal, ganz oben links guckst, dann gibt es auch noch mal so eine andere Stadt. Da sind dann so komische Farmen nebenan. Da würdest du halt so Industrien drauf bauen und dann kannst du da eine größere Stadt bauen. Das geht aber nur, wenn das auch vorhanden ist. So als Beispiel. Es gab auch noch so ein drittes Symbol, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Und da übrigens diese Holzhäuser, die am Wasser sind, da kannst du dann das letzte von diesen Städten bauen, diese Ports. Da kannst du dann, glaube ich, sogar noch Schiffe nebenbei bauen. So, jetzt ist aber eine Zeit gekommen, dass ich mal endlich mir ein Territorium aussuche, von wo ich dich vernichten will. Von wo aus will ich den Krieg führen? Eigentlich will ich am Arsch der Welt sein, damit du keine Raketen auf mich ballerst. Ich empfehle dir auf jeden Fall, irgendwie eine Stadt als Startpunkt zu nehmen. Halt wegen Geld. Geld ist das Ding in diesem Spiel. Wenn wir uns das gleiche Territorium aussuchen, dann kommt genau das. So, nehm in dem im Territorium, was du dir anfangs auswählst, am besten auch noch nebenan was anklicken, dann kriegst du noch ein bisschen Truppen dazu. Das habe ich getan. So, auf F1, also hier die Leiste, die als erstes siehst, das sind die ganzen Befehle. Du kannst dir da so eine Linie ziehen, mit dem Pfeil sagst du, die sollen da lang gehen und dann machen die das. Und je nachdem, was für Truppen du da unten anklickst, dann bewegen sich diese Truppen. Kannst auch einfach auf beispielsweise diesen Stern drücken, dann bewegen sich alle Landtruppen. Gib mir eine Sekunde, ich muss die Qualität ein bisschen runterstellen. Sonst mag man Verständlich. jetzt halt das nicht. So. Die sollen sich bitte alle dahin bewegen. Ich, Volltrottel, sollte als allererstes mal endlich eine Stadt bauen. Wie gesagt, Städte sind essentiell, genauso wie Industrien. Wenn du noch eine Raffinerie direkt von Anfang an hast, dann, bist du König. Auch so ein Teil, was ich dir unbedingt ans Herz lege. Unter den ganzen Gebäuden, die du unter F2 hast, unbedingt ein Depot bauen.
Weil alles, was du an Gebäuden machst, verbraucht Energie. Und die sind halt dazu da, Energie zu speichern. Raffinerie. Ey, ihr Vollpfosten, ihr solltet eigentlich ganz nach da unten. Wenn du ein Territorium einnehmen willst, dann musst du beispielsweise 4 Truppen in irgendein Gebiet schicken. Dann läuft dann so ein Kreis ab und wenn der sich einmal blau oder rot gefüllt hat, ich weiß nicht, bei welcher Farbe das bei dir ist. Bei mir ist das halt durchgehend blau. Dann gehört das Gebiet dir, das ist dann blau umrandet und dann kannst du da bauen. Wenn irgendwelche weiteren Fragen aufkommen, ruhig fragen. Wir haben auch einen Moment gebraucht, bis wir ins Spiel reinkamen. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist halt wirklich dieses Auswandern, was ich von Anfang an erwähnte. Dass du deine Truppen auch ruhig so ganz weit von deiner Basis wegschickst, dass du an einem anderen Punkt noch eine Basis bauen kannst. So, und jetzt können wir Krieg führen. Das Wichtigste zuallererst. Damit ich mich ordentlich verteidigen kann. So, die Raffinerie kann ich jetzt auch bauen. Das heißt, ich habe Öl. Ach ja, im Übrigen, wenn du willst, dass die schneller laufen. Weil es gibt ja einmal so einen Punkt, wo da so ein Fadenkreuz ist mit einer Flagge, dann sagen die sich, da muss ich hin. Du kannst da mehrmals auf diese Punkte draufdrücken, dann kannst du denen sagen, die sollen schneller dahin. Und wenn du eine Verteidigungslinie haben willst, dann musst du diesen Schild auswählen. Musst aber vorher so eine normale Linie ziehen, ohne diese, in diesem Fall. Dann kannst du da eine Verteidigungslinie draus machen. Den. Man hört, du überlegst dir schon eine Strategie, mich zu vernichten. Immer. Wenn ich Strategie spiele, immer. So. Die Industrien müssen erst fertig sein, damit ich meine Stadt ausbauen kann. Ich brauche Geld. Du hast nicht zufällig eine Erbschaft für mich, oder? Nein. Schade, ich dachte, ich frag mal. So, den lasse ich schon mal auswandern. Nebenbei, wenn die über den Berg wandern sollen, dann brauchen die länger. Die sind da sehr, sehr langsam. Ah, ich habe einen Port, ja. Da kann ich mehr Schanzschiffe bauen. Okay, damit kann ich Handel machen. Ja, ein Schiff wäre nicht schlecht, ne? So ein Handelsschiff, damit ich ein bisschen mehr Geld mache. Teil mir deine Pläne ruhig mit. Ich lach auch nicht, versprochen. Sag mal, kannst du da oben dich mal bewegen? Oder willst du extra nicht über diesen Berg? Ich habe faule Soldaten, die wollen nicht über die Berge. Genug Landtruppen. Ich brauche ein Schiff. Okay, meine erste Rakete ist gleich fertig. Du hörst schon die Raketen. Die kriegst du auf jeden Fall mit, wenn sie abgefeuert werden. Die sind nicht zu überhören.
So, das Teil soll nicht direkt bauen. Ich brauche erstmal einen von diesen Landkraftern. Ach, das Merchant-Ship, das kann erst losfahren, wenn ich ein zweites Dock habe. Okay, das wusste ich halt auch noch nicht. Ich brauche mehr Energie. Los, meine Truppen, geht anschaffen. Ich brauche Geld. Das hast du nicht gehört. Was habe ich nicht gehört? Wie ich meinen Truppen gesagt habe, sie sollen anschaffen gehen. Ich baue zumindest schon mal ein paar Verteidigungslinien. So, die will ich gleich darüber haben. Ich komme damit noch so gar nicht zurecht. Ja, so ging es uns am Anfang auch. Wir haben auch erst so 2 Runden gebraucht, bis wir es verstanden haben. Nein, den will ich nicht. Den sollt ihr auch nicht tun. Nebenbei, für die, die sich das Spiel auch kaufen wollen, 12,49 € momentan. Hier steht da super. Wie die Ölgötzen. Ich schicke erstmal meine ganzen Truppen los, dass die die Welt erkunden gehen. Danach können ruhig mehr kommen. So. Energiewellen. Ah! Die kann man auf Mountains bauen, diese Energieplantagen. Das wusste ich beispielsweise auch nicht. Sag mal, wie lange brauchst du denn, um ein Schiff zu bauen? Wahrscheinlich dauert es deswegen so lang. Oben rechts siehst du übrigens, wie das mit deinem Geld gerade abläuft. Ist so schön, wenn man eine Rakete hat, dann weißt du direkt, ah, ich kann alles, was entgegenkommt, direkt zerschmettern. Oh, ich habe die falsche Linie gebaut. Ja, zum Glück, du kannst die Linie jederzeit umändern. Einfach anklicken und dann da unten auswählen. Die warten gerade alle darauf, dass das Schiff endlich fertig ist. Weil wenn du eine Linie von Land bis zum anderen Land übers Wasser ziehst, dann warten die auf ein Schiff und dann fahren die damit los. So, meine Truppen werden endlich in die weite Welt hinausgeschickt. Ich hoffe, ich kann 2 verschiedene Punkte machen, wo die sich sammeln. Der Sammelpunkt ist das erste von den ganzen Dingern. So, eine Powerplantage macht jetzt Energie oder was ist das? Ja, das produziert Energie. Super. Brauche ich direkt mehr von. Mehr Energie. Ich brauche es. Je mehr Energie, desto besser. Ich brauche mehr Geld, ich muss nur eine zweite Stadt bauen. Muss anschaffen. Das funktioniert immer. So, warte mal. Jetzt lasse ich die auswandern. Was ist das da überhaupt? So. Ihr wandert jetzt mal so. Ich weiß, es ist ein langer Weg, aber da müsst ihr jetzt durch. Nein, den Sammelpunkt nehme ich mal weg.
So, bitte keine weiteren Schiffe mehr, zumindest nicht solche. Anti-Aircraft-Ship, Long-Range. Truppentransportschiffe brauche ich nicht. Hab ich mittlerweile genug von. Ich mache erstmal ein paar von diesen Schiffen, die eine hohe Reichweite haben. So, die Leinen nehme ich jetzt erstmal weg. Und sage den Schiffen mal, die sollen sich da unten sammeln. Damit die nicht so doof im Weg stehen. So, ich muss jetzt extra eine zweite Linie machen, damit gleich nicht die anderen Heinis der Linie folgen. Ich hoffe, du hast deine Truppen nicht genau da, wo ich gerade hinwandere. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich bin. Ja, das ist ja der Kriegsnebel. Du siehst nicht, wo der andere ist. Wenn die jetzt zufällig aus Versehen in dein Gebiet laufen, ne, dann hast du ein Problem. So, da baue ich jetzt endlich mal das Ding. Den Weg kann ich mal löschen, den brauche ich nicht mehr. Ich hätte es andersrum machen sollen, nicht Depp. Dass ich oben einbaue und dann an dem anderen Ort die anderen. So, jetzt nochmal. Airport würde ich gerne da oben bauen. Wo eh kein Land ist. Da muss ich nur gucken, wo genau ich das baue. Die Flugzeuge haben nämlich leider Gottes nur so eine begrenzte Reichweite. Sehe was, das gefällt mir nicht. Hä? Was denn? Oh, hi. Können wir drüber reden? Macht eine Verteidigungslinie, Jungs. Das ist die falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich muss ein Raketensilo bauen, sonst habe ich gleich ein Problem. Alter, sind das viele Truppen? Warum baut ihr in die falsche Richtung? Das bringt doch nichts. Ey, die sind so gut, ne? Du siehst, wie die bauen. Ja, dass ihr sterbt, ich habe kein Mitleid mit euch. Aber auch voll in meine Truppen reingerannt. Ja, was weiß ich, dass sie da stehen. So, ich mache jetzt dasselbe, womit ich gerade eben Arkaya eine Basis komplett weggereckt habe. Ich baue jetzt Bomber. Mit den Bombern bist du eigentlich immer gut. Komm ruinär, ne? Meine Rakete ist schneller da, als deine Truppen wegrennen können. Ich mache mal sicherheitshalber hier eine Verteidigungslinie. Ich war eigentlich nur auf Erkundungsmission. Und genau dann treffe ich deine Scheißtruppen. Können die eigentlich Verteidigungslinie bauen und trotzdem den Punkt einnehmen? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, was ich machen kann, dass hier auch ein paar Landtruppen gebaut werden, zur Not. Kriege ich die nicht mal dazu jetzt habe ich es. Jetzt kriege ich die Verteidigungslinie gezogen. Ja, du musst erst diese eine Linie ziehen, diesen Line-Command, und die kannst du dann zu einer Verteidigungslinie umändern. Ich musste es erstmal finden. Zum Protokoll, nein, es funktioniert nicht. Was ich vorhatte. Du kannst nicht eine Verteidigungslinie bauen und gleichzeitig einnehmen. Geht nicht.
Ich hab's getestet, live. Bauen, 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 bauen. Wo ist das? Das Ding will ich haben. Oh, bin ich glücklich, wenn ich die Bombe habe. Dann sehen deine Landtruppen kein Land mehr. Du hast schon die Anti-Dinger gebaut, oder? Natürlich habe ich Interceptor. Wenn du die ganze Zeit von Bombern redest, dann baue ich Interceptor. So blöde bin ich nur auch wieder nicht. Hat doch keiner gesagt. Wo sind die Interceptor da? Ja, ich muss halt auch ein paar bauen. Du brauchst die Bombe, um ein Gebäude kaputt zu machen. Die sind richtig gut dafür. Sag mal, welche von diesen beiden kosten eigentlich weniger? Von den Landdingern. Kost 30, kost 17. Okay, die Infanterie kostet weniger. Die Kommandoeinheiten können aber ein bisschen länger leben, wahrscheinlich. Nee, die schießen einfach ein bisschen schneller. So, Sicherheitstruppen wurden gebaut. Jetzt wird ausgebaut. Mann, ich muss die da oben aufhalten, sonst habe ich kein Geld. Könnt ihr bitte wieder von da oben runterkommen? Die muss ich eigentlich auch aufhalten. Ich brauche gerade unbedingt eher das Geld als die Truppen. Boah, dass ich immer erst die falsche Linie anklicke. Dahin. Boah. Ist mir egal, wer von euch sich bewegt. Hauptsache einer bewegt sich. Jetzt muss ich ein paar Infanterietruppen hier basteln, nur damit ich den einen Punkt da einnehmen kann. Ist doch ein schlechter Witz. Also ich habe sicherheitshalber eine Verteidigungslinie an der einen Stelle gebaut, wo ich hier nicht attackiert werden will. Ich wiederhole, Raketen zerstören alles. Es ist egal, was für eine Truppe du hast, die sind weg. Also wenn du eine Verteidigung haben willst, dann würde ich auf jeden Fall eine Rakete bereithalten. Warum mache ich eigentlich nicht so? Nein, das will ich nicht. Nein. So, ich würde die gerne aufteilen. Ja, ich hab's geschafft. Ich kann meine Schiffe doch einfach losschicken, um so ein bisschen zu erkunden. Ich kann eins ruhig entbehren. Eigentlich kann ich sogar den hier machen. Nachdem ich mir die Städte gebaut habe. Städte sind gerade wichtiger. Ich habe nicht so viel Geld. Kai, geh für mich anschaffen, bitte. Nein. Ich brauche Geld. Bitte. Da stehen irgendwo Truppen, aber ich kriege sie nicht mehr weg. Hast du außerdem so einen Punkt gesetzt? Dem folgen die nämlich alle. Und dann bewegen die sich nicht. Den musst du mit V löschen, wenn du einmal draufklickst. Nee, mein Amphibienboot war nicht in Reichweite. Mein Schiffchen So, war ich nicht da, muss wo es einen sein von sollte. dem basteln. Ich will nur den Punkt da einnehmen, damit ich ihm ein bisschen mehr bauen kann. Ich hab das gesehen, was du da machst. Was tue ich hier? Reicht die bis dahin? Ja, die reicht bis dahin. Tschüss. Da kommt was für dich. Ich habe ein hübsches Geschenk für dich. Hier, frohe Ostern.
Ich sag, doch, die sind dann sofort weg. Und soll ich dir was Schönes erzählen? Ich habe noch eine. Und ich habe gesehen, wo deine Truppen sind. Nochmal frohe Ostern! Alter, die Raketen sind halt so mies. Frohe Ostern! Ich finde das so gut. Ach, stimmt ja, ich hätte das Gebiet auch mal nicht einnehmen lassen können. Nein, nicht in der Verteidigungslinie. Ich will einfach nur, dass ihr euch dahin bewegt. Ich kann die Verteidigungslinie ja ein bisschen verlagern. Solange man in der Nähe ist, sieht man halt leider Gottes, was der Gegner macht. Ja, ich weiß, es ist doof, wenn ein Raketensilo in der Nähe ist und man weiß, man wird da weggebombt. So, warte mal. Die sind doch fertig. Ich sollte doch die befehligen können, dass die dahin fliegen. Habe ich ernsthaft so wenig? Ich habe doch mehr Schiffe gebaut. Habe ich ernsthaft nur ein? Ach stimmt, ich habe den Bau ja mittendrin abgebrochen. Weil ich Geld für das andere Ding gebraucht habe. Ups. Das kann ich nicht bauen, das kann ich nicht bauen. Mehr Energieplantagen. Ich kleister meine Berge jetzt damit voll. Dann geht mir zumindest die Energie nicht aus. So, ist hier was Schönes zum Wegbomben? Ich finde das so schön mit den Flugzeugen. Du kannst ihnen einfach sagen, geht mal da patrouillieren und bombt alles weg, was da ist. Zu weit gezogen. Nein, nee, Du eigentlich darfst nicht. ruhig ein bisschen mehr reden. Ich Ich muss. konzentriere mich dann. Hör ich auf zu reden. Das hatten wir doch auch bei Rice schon. Hallo, warum ist da ein Schiff? Es hat mich gesehen. Kai, willst du das Schiff erklären, was da im Wasser war? Nein, habe ich nicht vor zu erklären. Der plant wieder was Finsteres. Man kriegt es nicht geschissen, euch auf ein Landstück zu bewegen. Na, offensichtlich ja nicht, ne? Warte mal, ich kann das doch so machen. Da und da einmal versammeln. Ich muss unbedingt sowas hier mal bauen. Hallo, würdet ihr euch bitte mal bewegen, ihr Schiffchen? Genau das habe ich im letzten Match auch alle 5 Sekunden gehört. Schiffliche Okay, ich Schiffchen. denke mal, mit 6 Energieplantagen habe ich, glaube ich, erstmal genug Energie. Was meinst du? Ja, ich denke, sollte reichen. So, die eine Rakete ist fertig, jetzt baue ich die zweite. Die kosten halt einfach leider Gottes so viel. So, das eine Schiff will ich da haben. Och, so nimmt man die Wassergebiete ein. Man setzt da einfach ein normales Schiff hin. So, Landtruppen habe ich hier jetzt erstmal genug. Ich sehe das.
Ich hab das gesehen. Hier kommt die Artillerie, Kai. Und sie wird dir nicht gefallen. Ich glaube, das Gebäude ist gerade fertig geworden, oder? Ja, die war gerade fertig. Halt nur gesehen, du baust da. Und hab halt den reingehietet. Es tut mir so leid, aber ich habe halt nur gesehen, oh, da baut jemand. Schnell reinhieten. Damit der Bau bloß nicht fertig wird. Jetzt So. sollte das nicht auf diesen dämlichen Punkten stehen bleiben. So. Den Punkt muss ich wegnehmen. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Warte mal. So. Die darüber. Ich sehe, dass da Krieg herrscht. Meine Raketen brauchen leider noch ein paar Sekunden. So, ihr werdet alle mal eben kurz da drüben gebraucht. Oh, die Infanterie, die kommt besser mit den Panzern zurecht, als ich dachte. So, da brauche ich mal eben kurz eine Verteidigungslinie. Falsche Richtung, ihr Deppen! So, bitte alles abschießen, was da lang kommt. Ich finde es so nice, dass die einfach falsch bauen. Ihr sollt in die Richtung bauen. Stimmt ja, ich kann denen auch sagen, macht hier einfach so einen Verteidigungskreis. Das ist wahrscheinlich sogar noch besser, weil sie dann in alle Richtungen verteidigen. Ach, ich liebe meine Rockets. So, ja, einmal umlegen. Einmal hinlegen. Schon so fertig. Immer wenn ich spiele. So, warte mal, ich mach das jetzt ganz schlau. Du wirst mich gleich hassen. Erstmal, ich muss es hinkriegen, dass halt meine Truppen außer Reichweite sind bei der einen Rakete. Man kann auch seine eigenen Truppen wegraketen. Die sind einfach die Meter. Du wirst mich gerade Raketenmeter. so hassen. Da kommt nämlich schon wieder eine. Ich meine, es ist noch in Reichweite, dass es deine Truppen trifft. Ja, ein paar. Zumindest die Panzer ein bisschen. Und ich glaube, ich habe irgendein Gebäude getroffen. Alter, die Raketen, die kosten halt so viel Geld. Das ist das Problem. So, ich hoffe, es wird nur ein Teil davon angezogen. Sehr schön Warum hier. ist hier überhaupt eine Linie? Ja, ich habe es geschafft. Nur ein Boot wird angezogen. Ich frage mich die ganze Zeit, von wo aus du gestartet hast. Wahrscheinlich von da ganz weit unten. Stehen meine Truppen da nicht so super? Überhaupt nicht zum Kotzen, wie die hier stehen.
Also wenn die halt gleich viel kosten, dann. Nee. Ich vergiss die ganze Zeit. Die Infanterie kostet 17, die anderen 30. Jetzt mach den einen da weg. Wo ist meine dämliche Rakete? Ist sie bald fertig? Nein, noch nicht. Ach, suchst du deine auch? Meine kommt schon. Ja, ich musste meine suchen. Ich habe sie aus den Augen verloren. Falls du meine suchst, da kommt sie. Schieß ruhig auf die Stadt, die ist gerade nicht wichtig. Ja, aber ich will sie haben. Das ist Geld. Komm, werd fertig, Rakete. Ich brauch dich gerade. Ach, ich habe immer noch diese scheiß Verteidigungslinie gerade ausgewählt. Dabei will ich auch nur, dass die darüber wandern. Ich habe das gesehen. Es ist schön, dass du das gesehen hast. So, dann wollen wir mal. Und ab geht die Post. Ja, meine Truppen kommen schon. Wie gesagt, die brauchen so zwei Raketen, um ein Gebäude kaputt zu machen. Und die können halt regenerieren. Außer bei Städten, die gehen instant kaputt, weil die nicht viel aushalten. Wenn es ein direkter Treffer ist. Ich kann mir aber so ungefähr vorstellen, wo die Rakete herkam, ne? Ja, wieso produziert er denn noch weiter? Ich habe eine gefühlte Million Schiffe jetzt. Ja, du musst denen auch sagen, der soll abbrechen. Ja, das habe ich jetzt gerade getan. Jetzt habe ich aber eine Million Schiffe übrig. So, alle Mann an Bord, Leute. Aber erstmal das hier. Und da, ist es auf jeden Fall wichtig, Städte von dem Gegner wegzunehmen. Er kriegt halt weniger Geld dadurch. Ich liebe die Rockets. Das einzige Problem ist, dass sie viel Geld kosten. Ihr sollt ein lang gehen, verdammt noch mal. Wahrscheinlich, weil das Gebiet dir gehört, kann ich da nicht andocken. Sag mal, warum kämpfst du eigentlich nicht? Also Energieprobleme habe ich halt wirklich nicht mehr. Let's go, meine Interzeptoren. Es ist Zeit. Ich sagte, es ist Zeit, ihr Drecksdinger. Was an es ist Zeit, ist nicht zu verstehen. Danke. So, einmal das, jetzt brauche ich die.
Kommt die mal rum. Hier bitte auch. Nein, die muss ich löschen. Die darüber. Oh, habe ich deine Stadt kaputt geschossen? Ich habe noch ein paar Raketen, ne? Weißt du, wie schnell die wieder aufgebaut ist? Wir haben beide ungefähr denselben Einfall. Tschüss. Stimmt ja, es gibt auch noch Transporter bei den Luftschiffen. Komplett ausgeblendet. Oh, könnt ihr euch mal bewegen, ihr Drecksdinger? Warum ausgerechnet die nicht, die sich bewegen sollen? I need a medic. Ich kann mir jetzt so ungefähr vorstellen, wo du angefangen hast. Wahrscheinlich da hinten auf der Insel und bist mit Schiffen rüber. Aber soll ich dir was sagen? Die sind instant weg. Es wäre schön, wenn man denen irgendwie sagen könnte, die sollen generell einfach machen, was sie wollen. Solange es irgendwie im Bereich ist. Ich brauche Geld, ich brauche Geld. So. Striker, Attack Aircraft. Die reagieren manchmal aber auch überhaupt nicht, die blöden Dinger. So gar nicht oder so langsam, dass es sich nicht mehr lohnt. Jetzt bewegt euch, ihr Drecksdinger! Los! So, von davon hätte ich gern ein paar Schiffe. Die bei mir dann so ein bisschen rumcruisen. Hättet ihr die Güte, diese Bomber mal endlich anzugreifen? Ihr fliegt ja nur in der Nähe rum. Jetzt bewegt eure VNR schon, greift die an! Sieh mal. Ihr sollt nicht in den Kreis fliegen und Kunststücke zeigen. Ihr sollt da angreifen. Ihr Drecksdinger. Die machen halt einfach nix. Attacke zum 100.000. Mal.
Ich krieg die Krise mit den Dingern. Das sind Interzeptoren. Die greifen schlicht und ergreifend gerade einfach nicht an. Ich hoffe, das reicht. Ich verstehe nicht, warum die nicht angreifen. Ich habe einfach mal gehofft, dass da das scheiß Silo ist. Ich finde es so nice, dass die Dinger einfach ihren Job machen, ne? Die Reichweite ist zu kurz, ich brauche noch einen davon. Kriegst du die dazu? Ja, Theo. Ja, der sollte. Nimm die mal da raus. Dann fliegen die mal da rüber. Da habe ich den gebaut. So, ich hoffe, die funktionieren jetzt endlich mal so, wie sie sollen. Die mal löschen. Moved ihr mal. So, die machen ihren Job zumindest schon mal. Jetzt bewegt euch, ihr Kackdinger! Nee. Der muss dahin. Den will ich nicht. Ich brauche die hier. Für die. Die sind mir gerade egal. Los, meine Interzeptoren, jetzt arbeitet! Ich hab nur keine. Meine Schiffe stehen an der völlig falschen Stelle. Sie können deine Schiffe nicht auseinanderpflücken. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Gut, dass ich ganz viele von diesen Anti-Aircraft-Schiffen gebaut habe. Die sind genau perfekt für die Bomber. Und genauso gut auch für die Interzeptoren. Ach nee, die sind egal. Ja, die Base ist halt richtig gut gebaut. Da kommst du nicht so leicht rein, außer mit einer Rakete halt. Also baut mal bitte einen davon. Kann ich halt gerade richtig gut gebrauchen. So, das bitte mal weg. Danke sehr. Holt das Scheißding runter.
Ja, danke für das Versenken meiner Schiffe. Die brauchte ich sowieso nicht. Stand mir sowieso im Weg. So, ihr dahin. Können die Schiffe eigentlich auch Lebewesen angreifen, die so rumrennen? Nein, ich muss auch ein paar Cruiser bauen. So, da wird gerade gut gebaut. Das Gute ist, ich habe halt keine Energieprobleme. So, jetzt hätte ich gerne weitere Interzeptoren. Ich wollte nur eins von diesen Teilen haben. Guck mal, die Schlacht, die geht doch richtig lange. Brauchst du auch eine Verteidigungslinie? Ja, ich spiele jetzt auf Grabenkämpfe. Sehr schön, wenn diese Linie sich bricht und die dann endlich mal sich in Bewegung setzen. Danke sehr. So, wie nutze ich jetzt das Teil? Ich habe gesagt, du sollst keine Schiffe mehr produzieren, du dämliches Miststück. Je mehr du dich beschwerst, desto mehr habe ich Grund, mich zum Freuen. So, wie mache ich das? Wie nutze ich diese Schiffe, die dazu da sind, Menschen zu transportieren? Ach, dafür brauche ich dann auch so eine Airbase. Kommt, holt das Scheißding runter. Ich liebe diese Schiffe. So, ich brauche auch mal ein paar Bomber wieder. Ich sollte eventuell zwei Airports bauen. Eins, das Bomber produziert und eins, das andere produziert. So, habe ich schon einen Bomber da stehen? Nee. Ich verstehe halt nicht, wie man dieses AirPod-Ding nutzt. Ich musste es auch erstmal rausfinden, aber jetzt verrate ich es dir nicht. Jetzt bin ich eklig. Jetzt verrate ich es dir nicht, wie man das benutzt. So, erstmal. Vom momentanen Standpunkt her sollte es meine eigentlich nicht treffen. Erstmal deine ganzen Truppen da wegjagen. Geil, ich habe genau dann das Ding da getroffen. Ja, nicht mehr. Du nicht mehr. Ich denke mal, von denen habe ich gerade genug.
auf zu produzieren. Ich brauche euch nicht mehr. So, ich hätte gern davon welche. So, hebt ab. Die mal eben kurz sparen, dann kann meine Truppen auch besser spawnen. Jetzt habe ich meinen Weg verschoben, das wollte ich nicht. Ja. Das Blöde ist, die Interzeptoren, die greifen halt hauptsächlich die Fliegenden an. Logischerweise. Den löschen. Den will ich löschen. So, sind meine Bomber jetzt mal langsam endlich fertig? Weißt du, du stehst da oben auch gut, ne? Wie ein Ölgötze. Mann, du sollst mir reden. Nein, kein Bewegungsdingen. Ich sollte angreifen. Ich will kein Bewegungsteil ziehen. So. Das ist so. Jetzt wächst du auf die scheiß andere Linie. So, die bewegen sich dahin, landen da und von dort aus greifen die an da an. Muss ich nur das hier wieder löschen. So, das habe ich gesehen. Interzeptoren. Kriegsschiffe. Bauen, 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 bauen. Noch einen da. So, erstmal das Teil weghauen. Die sind ja so richtig gut gegen die. Also das sind eigentlich die Anti-Bomberschiffe. So, ich verstehe immer noch nicht, wie man die einen da benutzt. Richtig spannendes Spiel. Nein, geh weg, du Punkt. Ich will dich nicht. Ich mag keine Punkte. Ihr stört so, kann man die jetzt dazwischen landen oder nicht? Dass die dann sagen, hier, komm, in dem Bereich hier. So. Dick, dick, dick. So, das ist der ultimative Plan. Ey, wenn hier alles mit diesen Anti-Aircraft-Schiffen voll ist, ne? Dann kommt da auf jeden Fall kein Bomber mehr durch. Ich mache das einfach so. Ich habe nicht mal wirklich einen Energiemangel. Ich habe einen Geldmangel. Ja, und den versuche ich dir sogar noch weiter zuzudrehen. Ich kann gerade keine Raketen bauen, weil ich genau dasselbe Problem habe.
Ach, die können die Rakete runterschießen. Hat man nicht genutzt. Weißt du, wie schnell das Ding wieder aufgebaut ist? Weg. Ja, ich muss halt unbedingt diese Raketensilos vernichten. Das ist das Wichtige. Ich muss die jetzt leider mal Gottes eben in den Kampf zwingen. Ich hatte doch eigentlich. Moment, wenn ich den hoch auf eine Stelle und den aufs Maximum. Ja. Ich merke jetzt erst, dass da eine Bombe da hinten gute Arbeit leistet. Und da fliegt der Bomber, den habe ich komplett übersehen. Ich habe den selber jetzt erst bemerkt. Ich habe übersehen, dass du so einen Bomber rumfliegst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den auch bis jetzt gar nicht gemerkt. So, ich habe den ultimativen Angriff einmal kurz gestartet. Meine Fabrik. Nee, ich mache jetzt das da erstmal kaputt. Das ist viel nerviger. Ich hab ehrlich gesagt wirklich den Bomber nicht bemerkt. Das ist kein Witz von mir. Jetzt versuchen die das Gebiet da zu erobern und ich habe gedacht, ich könnte dich aufhalten, aber nein, die müssen jetzt erstmal das Gebiet erobern da. Ich mach gerade das Comeback. Ich habe halt leider Gottes immer noch nur hier dieses Geldproblem. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal. Nicht davon. Dürfte ich bitte eine andere Kacke hier machen als das? Danke. Komm, werd fertig. Ich brauch dich gerade. Zu an der Küste gebaut. Ich hab's gesehen. Das mache ich jetzt sofort weg. Schnell weg damit. Ich habe mehr als eins. Also nebenbei. Ich habe auch einfach nur reingefeuert, weil ich es konnte. Ach blöd ist, jetzt muss ich da hinten auch kurzzeitig Interzeptoren bauen. Weil ich habe das aufgeteilt, dass der eine Interzeptoren baut und der andere die Bomber. So habe ich auch. Wann hast du das denn eingestellt? Ihr Scheißteile, ne? Bewegt euch jetzt mal dahin, wo ihr gebraucht werdet. Nee. Und das ist da. Und macht da jetzt alles Fratze, was da irgendwie rumgammelt. Also ich find's halt schön, die kann man wirklich zwischenlanden.
So. Der produziert Bomber. Warum werden da die Dinger produziert? Ist komplett falsch. Der produziert die Sonnen, die wollte ich doch auch, ja. So, hier bitte jetzt nicht die Helikopter, ich brauche Interzeptoren wieder. Ich habe zwar einen, der hier rumcruist, aber der macht's gerade nicht. Die werden gerade anderweitig gebraucht. Die wollte ich eigentlich hier vorne haben, damit die so eine Verteidigungslinie bilden. Meine Güte, dass man nicht selbstständig sagen kann, ich will jetzt Bodentruppen haben hier an der Stelle. So, erstmal davon eine Reihe. Und dann brauche ich jetzt unbedingt sehr schnell die da. Zum Glück habe ich noch einen Interceptor hier rumfliegen. Alter, wie viele Linien ich jetzt auf dem Bildschirm habe. Ich habe viele von meinen einfach wieder gelöscht, weil ich sie nicht mehr brauchte. Ich kann meine Rakete nicht bauen, einfach weil das Geld fehlt. Deine Schiffe bringen dir echt viel. Die kannst du da oben nicht mal durchziehen, bis sie bei mir wären im Bereich, wo sie brauchbar wären. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen nervig. So, die Bodentruppen kann ich ruhig sagen, die können ruhig weiter bleiben. Hier nehme ich die Interzeptoren jetzt mal weg. Aber ich sag den Interzeptoren, die da noch waren, eben kurz, die sollen zu dir rüber. Da sind sie. Die sollen dahin. Und am besten wäre, sie patrouillieren hier in der Gegend. Moment, habe ich. Ich habe doch eben noch eine zweite Panzerfabrik gebaut. Was? Tut ihr auch das, was tun soll? An dieser Leine will ich keine Infanterie haben. Nicht eine einzige. Ja, sie tut, was sie. Sie tut, was sie soll. Ich. Jetzt schießt das Scheißding runter. Danke. Ach, die wandern hier die ganze Zeit hin und her. Der soll da sein. So. Sollt ihr darüber karren? Jetzt muss ich hier nochmal eine neue Linie machen. Ich muss erstmal hinkriegen, dass das sich auf Wasser bezieht. Finde ich immer ganz toll. Dürfte ich bitte Wasser zur Verfügung haben? Nein, habe ich was gegen. Danke, jetzt darf ich. Das ist so grausam, dass man da immer so ein bisschen rumprobieren muss, bis das endlich angenommen wird. Ich finde es schön, dass die außerhalb der Map auch rumfliegen können, falls dir das mal so aufgefallen ist.
Alter, was da für ein Krieches. Dieses Gemetzel. Das muss weg. Da machen die endlich auch ihren Job. Die Verteidigungslinie da ist sehr gut. Ich warte nur darauf, dass meine Produktion fertig wird. Und du hast gesagt, ich kann die auch beschleunigt schicken. Ja, aber die verlieren dann Leben. Also es hat auch einen Nachteil. Ich glaube aber, dieser Krieg geht an dich. Weil ich bin hier hinten in der Ecke und mache gerade eigentlich nur einen Verzweiflungskampf. Ja, komm. Oh Gott. Das ist echt kompliziert, das alles. Ich hasse ja, ich habe erst die falschen Truppen gemacht. Ich hätte ein paar Interzeptoren zumindest haben sollen. Allein schon, weil die gegen die Raketen gut sind. Also die Raketen können offenbar tatsächlich in der Luft auch zerstört werden. Dann zerstören sie nicht deine Truppen. Ich habe eine nämlich, glaube ich, mal kaputt gekriegt. Da brauchst du aber irre viele Schiffe beispielsweise für. Heiliger, habe ich da. Ich habe das ja ordentlich dominiert, tatsächlich von den Werten her in der Liste. Du bist da noch drin, ich suche gerade eine neue Map raus. Eine reicht heute, ich muss morgen früh raus. Aber ich schick dir mal ein Bild von dem Endscreen. Den will ich mir eigentlich nicht nochmal angucken. Tust du jetzt aber. Ha, ha, ha. Da hast du den Screenshot. Den will ich nicht. Jetzt hast du ihn aber. Jetzt ist egal. Ja, du hattest viel mehr Städte als ich. Dadurch hattest du halt den übelsten Vorteil. Ich habe das komplett beschissenste Eck gehabt. Ich hätte das in der Mitte nehmen sollen und dann nach oben die ausschicken sollen. Und nicht umgekehrt. Weil dann hätte ja, ich ein viel besseres Gebiet zum Start gehabt. Ich habe die Insel in der Mitte gehabt und habe von da aus dann in alle Richtungen expandiert und habe mir die kleinen ja, Städte unter den und das war halt mein Verderben. Also, ich muss auf jeden Fall besser werden in dem Spiel. Ich habe auf jeden Fall die falschen Truppen an einen Punkt gewählt. Ich hätte mehr von diesen SAM-Einheiten machen sollen, allein schon, um gegen deine Flugzeuge anzukommen. Und die einfach nur als Verteidigungslinie irgendwo stehen haben. Das habe ich am Ende gemacht. Ich habe in meinem Basis eine zweite Panzerfabrik gebaut und habe die Anti-Luftpanzer gebaut und habe die dann hinterher geschickt. Die haben mir die Bomber dann auf Dauer vom Leib gehalten. Genau dasselbe hätte ich halt auch machen sollen, weil das war halt das, was mich ein bisschen vernichtet hat. Diese Bomber, die sind halt richtig schlimm, wenn die keiner auffällt. Nur irgendwann ist meine Bomberproduktion schief gelaufen und ist einfach, die ist irgendwo ins Leere gelaufen. Ich hab nicht mehr gefunden, wo meine Bomber sind. Ich habe halt hinterher auch nur noch so Linien gesehen, ne? Es wäre schön gewesen, wenn ich eine Runde gewonnen hätte, ne, damit ich auch eine gute YouTube-Runde habe. Nö. Wir zählen könnten, also wir könnten die Runde 10, wo RK ja einfach rausgeflogen ist, hätte ich eventuell hier entweder noch gewinnen können, weil ich da unten halt Raketen noch gemacht hätte und dann einfach in seine Basis reinjeten und er wusste dann halt nicht, wo ich bin. Und was ich gemacht habe, um deine Schiffsflotte außer Gefecht zu setzen, ich habe U-Boote gehabt. Ich hatte eine ganze Armee an U-Booten gebunkert und hat damit auf deine Schiffe geschossen. Ja, das habe ich gesehen, deswegen wollte ich die wegschicken und dann stattdessen die Bomber da kämpfen lassen. So, der Stream ging jetzt aber wirklich lang genug. Ich verabschiede mich jetzt hier an alle Zuschauer. War ein interessantes Spiel. Spielen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter. Ich fände halt, das würde es wahrscheinlich unterstützen, so ein Modus gut, wo man nicht zu zweit spielt, sondern zu dritt oder sogar zu viert, dass man halt so vorübergehend Allianzen machen kann, dass auf einmal so drei Leute auf einen einbomben.
Love Shining. Ja, das habe ich auch direkt gesagt, als ich das zum allerersten Mal angesprochen habe, aber da, dann werde ich bestimmt weggefokust. Natürlich. Ja, es wäre schon cool, das mit mehr als zwei Leuten machen zu können. Weil da könnten dann die richtig heftigen Taktiken entstehen. Vor allen Dingen, Kann man. stell dir mal vor, man würde alle Karten übereinander packen mit den Linien und dann schickst du alles an den Streamer. Der sieht gar nichts mehr. Ja, das ist ja echt. Dann könnte mit mehr Leuten kann man könnte man sich absprechen. Ich mache nur Flugzeuge, du machst nur Panzer, Ja, du machst dann nur könntest du Einheit Wohngruppen. richtig hart vernichten. Also das, diese Allianzen würde man natürlich dann vor dem Start aussprechen, ne? Das müsste man vorher absprechen, weil wenn man das Wenn man das im Ingame macht, dann heißt es Stream alle auf Shining. macht, das heißt auch so. Ist auch so, aber da, wenn man das innerhalb abspricht, dann kriegt derjenige, gegen den sich das richtet, natürlich auch wieder mit. Ja. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt hier auf jeden Fall. Ich rede noch ein bisschen mit Kai, wahrscheinlich jetzt offscreen, aber euch sage ich mal ciao.